In einem herausfordernden Umfeld stoßen viele mittelständische Unternehmen bei der Kreditbeschaffung an ihre Grenzen. Die Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen über Banken hat sich mit den Regelwerken von Basel III grundlegend geändert und da sind Alternativen gefragt. Reden wir darüber mit Hans-Jürgen Friedrich, er ist Vorstand bei der KfM Deutsche Mittelstand AG. Danke für den Besuch hier an der Börse Frankfurt. Herr Friedrich, was steckt eigentlich hinter dem Regelwerk Basel III und welche Auswirkungen hat dieses Regelwerk für die Unternehmen, wenn es um den Bankkredit geht? Ja, Basel III ist im Grunde genommen ein Regelwerk, mit dem bei den Banken die Eigenkapital-Liquiditätsvorschriften geregelt werden und natürlich dann auch die Bewertung von Sicherheiten, wenn es um Kreditvergaben geht. Ich will das mal einfach machen. Früher, wenn Sie einen Kredit aufgenommen haben, da wurde pauschal 8% Eigenkapital unterlegt und im Rahmen der goldenen Bankregel konnte man sich sehr schön dran halten. Heute ist es anders. Heute muss letztendlich risikoadjustiert Eigenkapital unterlegt werden und Tatsache ist, dass viele Mittelständler eben zweifach B sind im Ratingprozess. Das heißt, hier wird ja verglichen mit anderen Unternehmen. Und deswegen ist das immer ein bisschen tragisch aus meiner Sicht, weil natürlich mittelständische Unternehmen, wenn man sie dann mit Weltmarktunternehmen vergleicht, wie eine General Motors oder eine Siemens, dann hinkt das natürlich. Tragisch an der Geschichte ist natürlich dann, dass dann das Risiko durch diese Bewertung, Rating, eben höher ist und damit auch mehr Eigenkapital als die im Beispiel genannten 8% unterlegt werden müssen. Da kann es dann schon mal sein, dass dann plötzlich 16 oder 20 oder weiß ich wie viel Prozent Eigenkapital unterlegt wird. Und das hat natürlich jetzt Auswirkungen im Bankkredit, weil die Banken können nicht unermesslich Kredit geben. Die sind nämlich auch beschränkt. Früher bei 8% hat man gesagt, maximal das 12,5-fache deines haftenden Eigenkapitals. Heute ist das Regelwerk ein bisschen angepasst, aber man sieht eben an diesen Beispielen schon, wie stark eben der Einfluss über Basel III auf die Kreditvergabe von mittelständischen Unternehmen ist. Die Europäische Zentralbank hatte ja mit ihrer Politik der Null- und Negativzinsen das Ziel, die Kreditvergabe anzukurbeln, Herr Friedrich. Warum ist es dennoch so schwer, einen Bankkredit zu bekommen? Also das hatte ich eben gerade schon gesagt, machen wir es wieder am Beispiel deutlich, wird es griffiger. Früher konnte man beispielsweise bestimmte Kreditsicherheiten einer Bank da anbieten, die auch angenommen worden sind. Ob das jetzt Patente waren, Sicherungsübereignung von Maschinen, Verpfändung von irgendwelchen Wertgegenständen. Heute, wenn Sie sich da mit den Kreditchefs unterhalten, gelten eigentlich noch drei Werte als werthaltig, als Sicherheiten. Das sind erstrangige Grundpfandrechte auf Immobilien, die in Frankfurt, München und was ich was in solchen A-Städten belegen sind. Das ist Bundeswertpapiere, weil da wird ja mehr unterstellt, das ist ganz sicher, weil die Bundesrepublik Deutschland wird die wieder zurückbezahlen. Und die dritte Sicherheit sind dann eben der Notgroschen einem Unternehmen, was auf dem Festgeld hinterlegt ist. So, und da sind wir eben bei dem Punkt. Also selbst dann, wenn ich die Zinsen auf Minus runterziehe, um die Banken zu motivieren, dann ist das ja nur die eine Seite der Medaille. Viel wichtiger wäre es zu sagen, okay, wir lockern mal wieder die Kreditvergaberichtlinien. Wir überlassen es den Banken selber, die Sicherheiten zu beurteilen, wenn es um ein Geschäftsmodell geht, zum Beispiel Maschinen oder Rechte, die das Unternehmen hat und damit letztendlich die Kreditvergabe überhaupt möglich zu machen. Gleichwohl sind Unternehmen ja nicht nur dazu verpflichtet, sondern wollen ja auch investieren, ob genau. Nur in neue Geräte, in Menschen, in Weiterbildung, was auch immer. Gibt es also Alternativen bei der Geldbeschaffung? Also ganz interessant, sieht das ja nach der Finanzkrise, hat sich vieles verändert. Viele erkennen praktisch die Bankenlandschaft nicht mehr. Auf der Anlageberatungsseite kommen plötzlich die Robo-Advisors, es gibt mehr Anlagemöglichkeiten für den Anleger, die es vor 10, 15 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Das Gleiche sehen wir natürlich auch im Kreditgeschäft. Das traditionelle Kreditgeschäft bei den Banken wird plötzlich über neue Plattformen abgelöst. Also gibt es Crowdlending, Crowdfunding, schauen sich eine Capilendo an in Berlin. Da holt sich dann Hertha BSC 1 Million, um ihre eigenen jungen Spieler Nachwuchsförderung zu betreiben. Das Geld über so eine Plattform oder Credit Shelf, die dann viele mittelständische Unternehmen über diese Plattform finanzieren, weil die Banken eben es nicht mehr in dem Maße betreiben können. Größere Unternehmen, die gehen dann schon mal in den Schuldscheinmarkt.
auch ganz interessant, weil das dann wieder so ein Marktsegment ist. Wenn ich auf dem Weg bin in den Kapitalmarkt, dann kann ich über den Schuldschein die ersten Erfahrungen machen. Und die dritte Variante, auf die wir uns ja spezialisiert haben, sind die Unternehmensanleihen, die schon seit vielen, vielen Jahren, schon nach dem Zweiten Weltkrieg, ja ihre Renaissance gefunden haben. Damals auch schon bei mittelständischen Unternehmen wie Feldmühle, Bosch, Hamburger Elektrizitätswerke. Da gab es ja reihenweise Beispiele dafür. Also halten wir fest, Sie haben sich auf mittelständische Anleihen spezialisiert. Ist denn diese Finanzierungsalternative für jedes mittelständische Unternehmen von Interesse? Also interessant auf alle Fälle. Man muss natürlich immer gucken, ob sich das für ein Unternehmen rechnet. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Kreditbedarf haben, beispielsweise von 1 Million Euro, dann sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die anderen Plattformen die besseren. Bei einer Anleihe, das sollte schon ein Mindestvolumen so von 5 Millionen aufwärts. Das hängt dann auch wieder davon ab, von dem Geschäftsmodell, von der Marge, die man verdient. Weil es entstehen ja auch dort, wie bei einer Bank, beim Kredit Kosten, entstehen auch hier bei einer Anleihe die Zinskosten und die anderen Gebühren und Kosten, die man zu tragen hat, wenn man auf den Kapitalmarkt geht. Also von da aus hin, wir sagen immer so, ab 5 Millionen aufwärts. Bei Industrieunternehmen, da sollten es schon 10 Millionen sein. Schlussendlich, Herr Friedrich, wie können Anleger und Investoren von diesen Finanzierungsmöglichkeiten profitieren? Ja, da auch dort eine ganz spannende Entwicklung. Man sieht das bei Capilendo, man sieht das auch bei Credit Chef, dass also Investoren die Möglichkeit haben, selber Banker zu spielen. Das heißt, die schauen sich das Unternehmen an, möglicherweise kennen sie sogar den Unternehmen, sagen, jawohl, ich kenne mich in dem Geschäftsmodell aus, ich kann das Risiko beurteilen, ich gebe denen einen Betrag, das geht da teilweise ab 1.000 Euro los, bei manchen auch 100.000 Euro. Da kann man sich also direkt beteiligen, auf gut Deutsch gesagt, oder direkt Banker spielen, ist ja auch ganz interessant. Bei uns wiederum empfehlen wir, nicht eben in Einzeltitel zu investieren, weil eine Anleihe zu prüfen und auch die Bonität des Unternehmens auseinanderzunehmen, das ist schon eine ganz spezielle Disziplin. Da braucht man die richtigen Messinstrumente, bei uns ist das KfM-Scoring. Man braucht den richtigen Zugang in den Kapitalmarkt zu den ganzen Unternehmen und auch zu den gesamten Umfeldbedingungen, um das alles abzuholen. So hat man dann die Möglichkeit, über einen Anleihenfonds, wie den Deutschen Mittelstandsanleihenfonds, breit gestreut ein Portfolio als Anlageform zu nutzen, bei dem natürlich dann auch das Rendite-Risikoprofil recht interessant sind. Und die Ergebnisse zeigen das ja, dass wir mit dem, wie wir es machen, für die Anleger höchst erfolgreich unterwegs sind. Also haben wir eine Menge gelernt zum Thema Mittelstandsfinanzierung, auch in Zeiten von Basel III, erläutert von Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstand AG hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herzlichen Dank. Danke.